Ich freue mich total, dass ihr den weiten Weg von Hamburg für euch und für den Köln Kalker Kindermittagstisch aufgenommen habt und hier runtergefahren ist. Und ja, ich muss sagen, sie war nicht nur in den 80er Jahren super bekannt, sondern sie war auch in den 90er Jahren sehr viel unterwegs, hat auch Songs geschrieben für Mary Rose und Trucksdorf. Und in den 2000ern hat sie ein Musical gemacht, das Twist war es, und dann noch ein Neue, Deutsche, Welle Musical Sternenhimmel. Also sie war nie weg und ich finde sie einfach grandios. Sie ist eine Künstlerin durch und durch. Sie ist pflegeleicht. Mit ihr kann man Spaß haben. Hinter der Bühne, auf der Bühne, on Tour und alles. Wir haben schon alles miterlebt zu dritt. Und ich freue mich ganz toll darüber, dass sie wirklich gekommen ist. Und ich sage nur eins, hohe Berge kommen jetzt zu euch. Tretboot in den Seenot. Viel Spaß. Jetzt geht's los. Fräulein!